وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Der Koran geizt nicht mit Auskünften über Jesus. Die Person Mohammeds dagegen bleibt schwer fassbar. Das Porträt des Propheten des Islam verdankt sich vor allem der späteren Überlieferung, der Sammlung von Berichten, die etwa 2 Jahrhunderte nach seinem Tod niedergeschrieben wurden. Über Mohammed verliert der Koran erstaunlich wenig Worte. Der Koran ist ursprünglich gesprochenes Wort. Es sind Worte, die, wie angenommen wird, dem Propheten eingegeben wurden. Das war in dieser Gesellschaft keine Seltenheit, denn es gab viele Seher, Männer und Frauen, die von einem Dschinn oder irgendeiner höheren Macht inspiriert waren oder behaupteten, es zu sein. Es ist also kein Einzelfall. Dass ein Mensch göttliche Eingebungen hatte, galt durchaus als möglich. Dass er die Seinen auf den Weg der Besserung bringen wollte, dass er öffentlich reden wollte, um gehört zu werden, warum nicht? Er wäre nicht der Einzige. Es gab eigentlich überall charismatische Menschen. Ob er Mohammed hieß, das weiß ich nicht. Es ist ein wenig zu schön, um wahr zu sein, denn sein Name bedeutet der von Gott Gepriesene. Er ist der Sohn des Sklaven Gottes und einer Mutter, die die Treue hieß. Das ist ein wenig zu viel. Aber hat dieser Mensch gelebt? Ganz sicher. Was die Existenz des Propheten angeht, können wir absolut sicher sein. Aber damit fängt die Frage erst an. Mit Sicherheit gab es einen Propheten, denn der Koran spricht wiederholt von dem Propheten. Doch wie steht es mit seinem Namen? Der beste Name, den wir haben, ist Mohammed. Der Koran spricht 4-mal von Mohammed und beim 5. Mal spricht er von Ahmed. Kann der Name Mohammed eine Art Namenszusatz sein, ein Ehrentitel möglicherweise? Mohammed bedeutet der Gepriesene. Andere Propheten haben ebenfalls Namen, die Ehrentitel zu sein scheinen. Das beste Beispiel ist Salih. Salih ist ein Prophet und der Name Salih bedeutet einfach der Rechtschaffene. Vielleicht wurde ihm dieser Name verliehen, aber der Prophet existierte. Der Koran spricht wiederholt von dem Propheten. Er sagt zu den Juden und Christen, unser Prophet ist zu euch gekommen, unser Gesandter, um euch vieles zu zeigen, das ihr aus eurem Buch verborgen habt, und um vieles zu vergeben. Dieser Prophet war da, wir sind sicher, was seine historische Existenz angeht. Aber was war sein Charakter? Was genau war seine Lebensgeschichte? Wo genau lebte er? Wann lebte er? Diese Fragen sind alle offen. Wir wissen nicht, in welchem Jahr er geboren wurde. Es heißt immer 570, aber die Argumente dafür sind sehr schwach. Dieses Geburtsjahr errechnet sich nach Ibn Hisham, der in seinem Leben des Propheten sagt, Mohammed sei zur Zeit der ersten Offenbarung 40 Jahre alt gewesen. Der Beginn der Offenbarungen wird normalerweise auf das Jahr 610 datiert. Aber in einem Text wie dem von Ibn Hisham hat 40 Jahre symbolischen Wert. Damit ist wie in der Bibel eine Generation gemeint und bedeutet nur, dass er erwachsen war. Keineswegs ist das eine präzise Angabe seines Alters. Und wir wissen auch nicht, in welchem Jahr er gestorben ist. Es heißt immer, er starb 632 in Medina. Das ist die traditionelle muslimische Version. Doch es ist eine spätere Version. Jedenfalls existiert eine ganze Reihe jüdischer, christlicher und samaritanischer Texte aus dem 7. Jahrhundert. Voneinander unabhängige, sehr alte Texte, die eher darauf hinweisen, dass der Prophet zur Zeit der Eroberung Palästinas aktiv war. Damit ließe sich sein Tod eher auf 634 oder 35 datieren. Aber noch einmal, vermeiden wir doch, in der Geschichte aufzuspüren, was zum Glauben gehört. Tatsächlich wissen wir nur sehr wenig über die verschiedenen Wechselfälle im Leben des Propheten. Alle Rekonstruktionen gehen von ideologischen Voraussetzungen aus. Das heißt, Mohammed gilt als Prophet, der tatsächlich gelebt hat. Und die Phasen in seinem Lebenslauf
folgen dem eines anderen Propheten, der als Modell dient. Und das ist Moses. Moses wurde 120 Jahre alt. Mohammed wurde angeblich 60 Jahre alt, denn es wird davon ausgegangen, dass ein Prophet, der nach einem anderen kommt, halb so lange lebt wie sein Vorgänger. Mohammed lebte 60 Jahre. Moses hat seine Laufbahn als Prophet mit 80 Jahren begonnen. Mohammed trat mit 40 Jahren als Prophet hervor. Das stimmt ziemlich genau überein mit den 10 Jahren, die er in Medina verbringen wird und den 10 Jahren, die er danach angeblich in Mekka war. Seine Laufbahn als Prophet wird 10 Jahre vor seinem Aufbruch von Mekka nach Medina angesetzt und so weiter. Auf diese Weise wurde eine ganze Chronologie rekonstruiert. Doch wahrscheinlich gab es zu Mohammeds Lebzeiten gar kein genaues Datierungssystem, weder in Mekka noch in Medina. Als Bezugspunkt galt das Jahr des Elefanten, die gescheiterte Eroberung Mekkas mit Kriegselefanten. Es gibt einige Hinweise auf dieses bedeutende Ereignis als Orientierungspunkt. Ein präzises Datum gibt es aber nicht. Also wird mit relativ willkürlichen Datierungen dem Leben Mohammeds eine religiöse Bedeutung verliehen, die aber nicht exakt den tatsächlichen Ereignissen entsprechen. Auf der Basis des Koran lässt sich keine Biografie Mohammeds rekonstruieren. Es liegen einfach keinerlei biografische Hinweise auf ihn vor, abgesehen von der Erwähnung, er sei an einem nicht näher benannten Ort gewesen, von dem ich fest glaube, dass es Yathrib war. Worauf sollen wir uns stützen? Wo ihn aufspüren? Wo ist seine Mutter? Wo sein Vater? Aus der Überlieferung sind sie bekannt, aber wo finden sich ihre Namen im Koran? Wo wurde er erzogen? Ich kann rekonstruieren, aus was für einer Gemeinschaft er vermutlich stammte, aber das ist kein biografisches Faktum. Die Ereignisse in seinem Leben kann ich nicht rekonstruieren, noch wie er darauf reagierte. Im Koran werden seine Reaktionen deutlich, aber sie machen noch keine Biografie aus. Sie erlauben so etwas wie einen groben Umriss der beiden Botschaften, besonders in Medina. Wer eine Biografie Mohammeds schreiben will, ist auf die Überlieferung angewiesen und muss ausdrücklich sagen, dass es eine traditionelle Darstellungsweise ist. Aber es ist nicht, was sich im Koran findet. Als Historiker stehen uns nicht viele Dokumente zur Verfügung, mit deren Hilfe wir einige grundlegende Fakten beleuchten könnten. Es gibt kaum Anhaltspunkte, die wir als Basis für ein auf Fakten gestütztes Narrativ verwenden können. Alles, was wir über die Zeit Mohammeds sagen können, bleibt also weitgehend spekulativ. Die Berichte, die wir besitzen, stammen aus viel, viel späterer Zeit. Aus seiner Zeit haben wir nichts. Der Text im Koran ist nicht eindeutig. Der Koran ist nicht wie die Bibel. Es ist falsch, den Koran als eine Offenbarung, wie die Tora, wie die Evangelien zu sehen. Er ist nicht wie die Evangelien, denn er erzählt uns nicht die Geschichte Mohammeds. Abgesehen vom Koran sind die einzigen schriftlichen Quellen, über die wir verfügen, die Berichte von Autoren aus der späteren muslimischen Überlieferung. Der Sira, das heißt der Hagiographien des Propheten, und der Hadithen, den Sammlungen der dem Propheten zugeschriebenen Aussprüche. In streng historischem Sinn sind diese Quellen unzuverlässig und für eine Rekonstruktion des Lebens Mohammeds nur mit Vorsicht zu verwenden. Die Arbeit der Exegese in der großen arabisch-islamischen Tradition besteht ja gerade darin, Mehrdeutigkeiten aufzulösen. Aber problematisch dabei ist, dass sie erst sehr spät einsetzt. Diese Literatur, die als Literatur der Überlieferung bezeichnet wird, entsteht erst 1,5 Jahrhunderte nach den Ereignissen, nach der Offenbarung des Koran. Die Sira an-Nabawiya, das Leben des Propheten, wurde 150 Jahre nach dem Tod des Propheten verfasst. Der Tafsir, die Exegese von At-Tabari, 270 Jahre nach den Anfängen des Islam. Eine Vorstellung von der Komplexität des Untersuchungsfeldes und der zeitlichen Distanz kann uns einen Vergleich vermitteln. Es ist so, als würden wir heute die Geschichte der Regierung Ludwigs
des 15. verfassen. Die Mehrdeutigkeit stammt also nicht aus der Schrift, sie stammt aus ihrem impressionistischen Charakter. Das heißt der Art und Weise, wie sich gewisse Vorstellungen im Koran abzeichnen. Das heißt, wir sehen die Umrisse, ohne das Detail zu erkennen. Les contours sans en voir le détail. Historians always need to work. Historiker müssen immer mit Material arbeiten, das nicht unbedingt dokumentarisch ist, das nicht in unmittelbarer Nähe und zeitgleich zu den Ereignissen entstand. Wenn wir den Text der Sira betrachten, den Text der Prophetenbiografie, und wenn wir diesen auf die narrativen Elemente reduzieren, dann auf die narrativen Strukturen, denn die narrativen Strukturen haben eine gewisse Aussagekraft. Aber wenn wir ihn auf die narrativen Elemente reduzieren, erst dann können wir beurteilen, wie plausibel oder unzuverlässig er ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Fakten ist. Letztlich müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Doch wir können nur dann mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, wenn wir genügend zwingende Hinweise auf Plausibilität gesammelt haben. Und dann können wir in groben Zügen eine Biografie rekonstruieren, insbesondere eine politische Biografie, eine persönliche, das heißt private Biografie nur in geringerem Maß. Ich denke, wir sollten nicht alles über Bord werfen. Wir sollten alle Quellen behalten und alle Möglichkeiten nutzen, die uns als Wissenschaftler zur Verfügung stehen. Der Koran ist also sehr wichtig und die Sira ist ebenfalls wichtig, ebenso der Hadith. Je mehr Quellen, desto besser, damit ein glaubhaftes Porträt des Propheten des Islam entstehen kann. Ich weiß natürlich, dass es Forscher gibt, die die Sira und den Hadith, weil sie ein Jahrhundert oder zwei oder drei Jahrhunderte danach verfasst wurden, für bedeutungslos halten. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Weniger schwierig ist offenbar, zwischen den Zeilen des Koran ein Porträt der religiösen Überzeugungen des Propheten herauszulesen. Die Polemiken gegen die Juden und die Christen hallen darin noch nach. Mekka war offenbar Hauptstadt des arabischen Heidentums. Und doch übte der Monotheismus auf Mohammed eine enorme Anziehungskraft aus. Dass es daraufhin zu Auseinandersetzungen mit seinem Stamm kam, war unvermeidlich. In diesem Stamm in Mekka kam es offenbar am Ende des 6. Jahrhunderts, also nicht sehr lange vor Mohammed, zu ökonomischen Ungleichheiten. Vermutlich gehörte er einem Clan an, der an Bedeutung verlor. Er selbst soll weise gewesen sein, so sagt es der Koran. Warum sollten wir das nicht glauben? Nun war es aber durchaus keine beneidenswerte Lage, in einer Stammesgesellschaft Waisenkind zu sein. Er soll mit einer sehr viel älteren Frau verheiratet worden sein. Auch diese ungleiche Heirat erhöhte nicht sein symbolisches Kapital, um mit Pierre Bourdieu zu sprechen. Er soll keinen überlebenden Sohn gehabt haben und galt deshalb als entmannt. Es heißt, er habe Enkel gehabt und der zweite sei tragisch ums Leben gekommen. Darauf geht der spätere Schiismus zurück. Aber er hatte keinen direkten männlichen Nachkommen. Es ist bekannt, dass die einzigen Nachkommen die seiner einzigen überlebenden Tochter Fatima waren. Er hatte also nur Töchter. Ein Mann ohne Söhne, das war in der Stammesgesellschaft, der er angehörte, allerdings ein großer gesellschaftlicher Makel. Er war also ein Mann mit großen intellektuellen, spirituellen und sonstigen Fähigkeiten. Ein Mann von Format, doch in der Gesellschaft der Zeit in einer beklagenswerten Lage. Darin erkenne ich vor allem ein Motiv für Reform. Die Mekkaner konnten nicht einfach ihre Religion aufgeben, die sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. Wie viele der alten Völker hatten sie eine Art Ahnenkult. Ihr gesamtes Prestige stammte daher, dass sie im Zentrum des Paganismus lebten. Mekka war keine befestigte Stadt, sie war eine heilige Enklave.
Geschützt durch was? Geschützt durch ihre Religion und durch das Gebäude der Kaaba. Mekka durfte nicht angegriffen werden. Dort durfte nicht eingedrungen oder irgendwelche Gewaltakte verübt werden. Das verstieße gegen die Traditionen und gegen die Sitten und so weiter. Wenn einer die Religion wechselt, sagten sie, und im Koran selbst findet sich eine Polemik, ein Dialog zwischen dem Propheten und seinen Gegnern unter seinen Landsleuten. Wenn wir deine Religion annehmen, dann wird unsere Stadt ohne Schutz sein. Und in diesem Zentrum des Heidentums steht der Prophet Mohammed auf und predigt die Vernichtung des Heidentums. Er ruft schlicht und einfach zu seiner Zerstörung auf. Und dazu ist durch eine monotheistische Religion zu ersetzen, die in direkter Verbindung mit den monotheistischen Religionen des Nahen Ostens steht, dem Judentum und dem Christentum. Daher die konfliktgeladene Atmosphäre zwischen diesem Mann aus dem Stamm der Quraysh, also der großen Kaufleute, die eine führende Stellung in Mekka einnahmen, zwischen diesem Mann und seinem Stamm. Es ist so, als ob heute oder gestern jemand mitten im Vatikan aufstehen und eine totale, radikale Reform der christlichen Religion fordern würde. Gab es Christen in Mekka? Vielleicht ein freigelassener Sklave. Gab es Juden? Auf jeden Fall gab es keine organisierte Gruppe eines anderen Glaubens in Mekka als die Heiden. Mekka war heidnisch. Der Kult der Heiden in Mekka war geteilt zwischen dem Kult der Sesshaften einerseits, ein Kult, den ich Osterkult nenne, möglicherweise ein Kult der Tag- und Nachtgleichen, der Frühlingstag- und Nachtgleiche, wo im 7. Monat des Jahres geopfert wurde, der genau auf die Frühlingstag- und Nachtgleiche fällt. Und andererseits dem Kult der Nomaden aus der Gegend, der eher ein Herbstkult war, das heißt der Herbsttag- und Nachtgleiche. Am Ende der großen Hitze brachten sie Opfer, gingen auf Pilgerreise und baten um Regen. Was ich Ur-Islam nenne, das heißt Mohammeds Islam, war tatsächlich ein neuer Kult. Und neue Kulte waren nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit und an diesem Ort. Ein neuer Kult, der erst im Lauf der Zeit eine theologische Aussage über die Natur des Göttlichen und die ausschließliche Natur des Göttlichen entwickelte. In gewissem Maß gibt es eine Theologie, aber sie artikuliert sich eher in der Form des Koran als in der eines theologischen Diskurses. Sie äußert sich in Allahs Beziehung zu anderen Gottheiten. Allah, Rahman, Gott der Barmherzige, zu anderen Gottheiten, die es bereits gab. Zuerst einmal, indem ihnen ihre Macht abgesprochen wird. Und dann heißt es, sie seien bloß Chimären, sie seien lediglich Trugbilder und Hirngespinste derjenigen, die an sie glauben. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der Ur-Islam als monotheistische Religion anfing. Er war eine Monolatrie, der Kult für einen Gott in Mekka. Wie ließe sich der Glaube Mohammeds oder die Religiosität Mohammeds und seiner Gemeinschaft bezeichnen? Denn er ist ja nicht ganz allein. Für mich ist diese Religiosität ein Bündnis mit einer Schutzgottheit. Von einem Verbündeten, ob Mensch oder Gott, wird Treue zu diesem Bündnis gefordert und dass er die Riten befolgt, die in diesem Bündnis vorgesehen sind, um es zu ehren und zu erneuern, ob mit dem Austausch von Treueschwüren zwischen Menschen oder gegenüber einem Schutzgott. Das ist kein Monotheismus, sondern eher erkennt eure wahren Verbündeten und hört auf, euch in parallele Kulte zu zersplittern.
reconnaissez quel est votre véritable allié et arrêtez de vous disperser. Mohammed lebt also in Mekka inmitten seines Stamms. Und die Offenbarung, so wird berichtet, beginnt in Mekka, inmitten seines Stammes, der diese Offenbarung allerdings ablehnen wird. Doch Mohammed brachte es so weit, dass er schließlich von seinem eigenen Stamm verbannt wird und nach Medina fliehen muss. Oh ja, er wurde verbannt, tatsächlich verbannt. Und er zog nach Medina und seine Anhänger folgten ihm. Auch das war eine große Sache, denn es war nicht so einfach, dass 100, 120 Leute einfach ihre Familie, ihr Haus, ihre Position und so weiter aufgaben für einen neuen Glauben. Schon, dass der Glaube neu war, war eine unerhörte Provokation, denn eine Religion gewinnt erst mit der Zeit an Gewicht. Und das war etwas ganz Neues, etwas großartig Neues. Denn selbst seine Landsleute konnten nicht glauben, dass Gott, der Himmel, zu diesem Mann sprach. Schließlich stand er in Fleisch und Blut vor ihnen. Der muslimischen Tradition zufolge mussten Mohammed und einige seiner Gefährten im Jahr 622 unserer Zeitrechnung Mekka verlassen und nach Yathrib, dem heutigen Medina, auswandern, einer kleinen Oase etwa 400 Kilometer entfernt. War es ein freiwilliger Auszug oder wurde er in Verbannung geschickt? Geschichte oder Legende? Die Umstände dieses Exils werden wohl immer Gegenstand von Diskussionen bleiben. Medina war eine Oasenstadt. Die Menschen dort lebten in Zwietracht. Sie waren gespalten. Die Stämme lebten schon seit Jahrzehnten im Streit miteinander. Und die Einsichtigsten unter ihnen waren der Meinung, es sei gut, wenn jemand Ordnung schafft und eine Schlichtung herbeiführt. Und sie fanden diesen fremden Propheten, der in seiner Heimat in äußerster Bedrängnis gewesen und in Verbannung geschickt worden war. Das kam ihnen sehr gelegen, denn sie brauchten einen Schlichter. Sie haben seine Religion angenommen, nicht alle, ganz gewiss nicht die Juden, und sie ernannten ihn zum Schiedsrichter über ihre Differenzen. Und so wurde der Prophet am Anfang zum Schiedsrichter ihrer Konflikte und löste ihre Probleme. Und wie wurden sie gelöst? Dank seiner Religion. All die Probleme der Gewalt untereinander, der Blutrache und so weiter. Und auf diese Art hat er die berühmte Umma geschaffen, die Gemeinschaft der Gläubigen, durch ein wohlbekanntes Dokument, die Gemeindeordnung von Medina, die die Probleme zwischen den Clans und den Stämmen gelöst hat. Und als Schiedsrichter wurde er aufgenommen und zunächst auch wahrgenommen. Mohammed wird von den Seinen in Mekka nicht anerkannt. Er flieht, er wird wohlwollend von den beiden Stämmen in Medina aufgenommen und spontan wird ihm Land gegeben. Er lässt sich nieder, er gewinnt Ansehen. Das widerspricht jeder Wahrscheinlichkeit. Es gibt kein einziges Beispiel dafür, dass etwas derartiges je vorgekommen ist. Es ist wohl eher so, dass Mohammeds Ankunft in Medina vorher ausgehandelt wurde. Übrigens findet sich in arabischen Überlieferungen noch der Nachhall von Diskussionen in der Umgebung von Mekka. Es ist durchaus möglich, dass eine außenstehende Macht all das organisiert hat. Möglicherweise Byzanz. In der arabischen Tradition findet sich dafür kein Indiz. Aber es ergibt sehr viel mehr Sinn, wenn wir uns vorstellen, die Byzantiner hätten den Leuten von Yathrib vorgeschlagen, einen Anführer zu nehmen, sich eine Art König an die Spitze zu setzen, der in der Lage sein würde, den Aktivitäten der Sassaniden im westlichen Arabien Widerstand zu leisten.
Die Wahl Mohammeds verdankt sich vor allem der Tatsache, dass er aus einer Stadt stammt, die seit ihrem Sieg gegen die Äthiopier beträchtliches Ansehen genießt. Er gehört zu einer Familie, die vielleicht nicht aristokratisch ist, vielleicht aber doch aristokratisch. Jedenfalls ist er Träger der Baraka, der göttlichen Gunst, wie man es für alle Bewohner Mekkas annimmt. Und wenn sie ihn auswählen, dann wegen der Ausstrahlung seiner Herkunft oder auch seiner persönlichen Ausstrahlung oder, was noch wahrscheinlicher ist, der Verbindung von beidem. Es gibt auch inzwischen Forschungen, die zeigen, dass die Akzeptanz des Propheten in Medina gar nicht so überragend war am Anfang, sondern dass er eigentlich einer weitläufigen Verwandten dieses Schutzrecht, das er da genoss, zunächst mal verdankt habe. Also die Hijra war sicher ein Tiefpunkt zunächst einmal. Die Notwendigkeit, über Nacht, wenn es denn so war, die Heimatstadt zu verlassen und damit natürlich auch die Basis, die wirtschaftliche Basis des Überlebens zu verlassen, in eine Stadt umzusiedeln, die ganz anders strukturiert war. Also da bleibt viel Rätsel übrig. Nur, und es ist wirklich schwierig, man kann eigentlich das Nicht-Vorkommen der Hijra im Koran nur so deuten, dass das damals kein besonders triumphales Ereignis war, sondern ein vielleicht sogar ein demütigendes Ereignis. Die Hijra besaß große symbolische Bedeutung. Denn in diesem Moment wird der Islam, nachdem er in der Stadt seiner Herkunft bekämpft, verfolgt, gedemütigt wurde und auf eine kleine Gruppe von 100 Menschen beschränkt blieb, in diesem Moment wird er aufblühen. Das große Ereignis in der Geschichte des Christentums ist die Kreuzigung Christi. Das ist das entscheidende Ereignis. Es bildet das Fundament, auf dem diese Religion gründet. Das ist klar. Und es gibt immer wieder solche bedeutenden Ereignisse. Im Fall Christi war es eine Kreuzigung und der Tod des Gerechten und so weiter. Im Fall des Propheten ist es die Vertreibung des Gerechten von dem, der den wahren Glauben vertritt, der ehrlich ist, der alles geopfert hat. Die Auswanderung aus Mekka nach Medina markiert den Beginn der muslimischen Zeitrechnung. Dieser Bezugspunkt ist entscheidend für die Lektüre des Koran. Es gibt ein Vor und ein Nach der Hijra. In den ersten Jahrhunderten des Islam haben die Exegeten in ihrem Bemühen, die Offenbarung chronologisch zu ordnen, eine Unterscheidung eingeführt zwischen den mekkanischen Suren, den in Mekka empfangenen Offenbarungen, und den medinensischen Suren, die in Medina offenbart wurden. In der klassischen islamischen Exegese des Korantextes spielt die Unterscheidung von mekkanischen und medinensischen Suren eine große Rolle. Im Lauf der Entwicklung der islamischen Exegese wird der Text des Korans mit der Prophetenbiografie verkettet, sodass ein Teil der Koransuren in den Augen der Exegeten in Mekka sich abgespielt hat und ein anderer, zweiter Teil in Medina. Aus Sicht der modernen Wissenschaft ist es natürlich so, dass das schwerlich bewiesen werden kann. Es gibt keine Möglichkeit, empirisch diese Dinge nachzuprüfen, aber es gibt Anhaltspunkte, die uns erlauben, von solch einem Szenario auszugehen. Nach dem Bruch mit der mekkanischen Umwelt und der Entstehung eines ersten autonomen Staatswesens in Medina, eines ersten kleinen islamischen Staates, kommen dann tatsächlich Themen hinein wie Gesetze, Bestimmungen, Realpolitik, Auseinandersetzung mit den arabischen und jüdischen Stämmen in Medina. Sodass ich insgesamt ein Bild enthalte, was ganz gut passt zu den groben Zügen der Überlieferung. Das kann sicherlich kein Beweis sein, aber es ist eine Verkettung von
ganz verschiedenen Argumenten auf der Ebene bestimmter Begrifflichkeiten, auf der Ebene des Stils, aufgrund von formalen Kriterien wie Verslänge, Surenlänge, die darauf hindeutet, dass es hier eine chronologische Entwicklung gegeben hat. Man kann das nicht wie eine Zeitung lesen und sagen, in dem Artikel so und so steht das und das. Ja, das geht nicht. Und deswegen muss man überlegen, wie gehe ich vor? Also wenn ich jetzt den Text, den Koran selber privilegiere und nicht meine Tradition, dann habe ich eine harte Arbeit vor mir, weil ich natürlich nie beweisen kann, dass das auch wirklich 100% zutrifft. Ja? Ich kann nicht beweisen, dass Sure, für meine Begriffe Sure 102, glaube ich, weiß gar nicht welche. Also jedenfalls nicht Sure 96 und nicht Sure 2, sondern eine andere Sure ist die erste. Alam nashrah laka sadrak. Nicht? Haben wir dir nicht die Brust geweitet? Das könnte die erste Sure gewesen sein. Jedenfalls eine der ersten. Und das sage ich aufgrund der Form, ja, die psalmistisch ist und aufgrund der Tatsache, dass keinerlei Polemik, da ist keine Öffentlichkeit angesprochen. Die ersten Suren haben keine Hörer. Die ersten Suren sind vielleicht Monologe des Verkünders mit seinem Gott, also göttlich, menschliche, meinetwegen auch ein göttlicher Monolog, der also in der intimen Situation einer Inspiration erfolgt. Das sind keine Mekaner anwesend. Da kommt auch keiner vor, sondern nur das Du kommt vor und das Ich Gottes oder das Wir Gottes. Etwas später sieht man dann etwas Polemik und noch etwas später kommen dann Strafen und Lohnvorstellungen auf. Das heißt, man kann diskursiv sehen, dass zunächst mal eine ganz intime, fromme Selbstreflexion da ist und dann wird das auf die Realität ausgestrahlt und dann werden auch Leute zitiert, wie sie darauf reagieren. Das heißt, man kann das eigentlich ziemlich plausibel als so einen Fächer, der sich immer breiter auffächert, beschreiben. Uns stehen zweierlei Werkzeuge zur Verfügung. Da gibt es die muslimische Überlieferung. Sie sagt, diese oder jene Sure wurde an diesem oder jenem Ort offenbart. Damit haben wir eine erste Klassifikation, die als Ausgangspunkt genommen werden kann. Dann können wir im Weiteren nach stilistischen Kriterien klassifizieren. Wir wissen, dass die Verse der mekkanischen Suren sehr kurz sind. Ein ganz besonderes Vokabular benutzen, auch eine besondere Thematik haben, mit der Ankündigung des letzten Gerichts und des Endes der Welt mit sehr starken Sprachbildern. Im Unterschied dazu haben die medinensischen Suren der späten Periode ziemlich lange Verse. Ihre Themen sind eher Probleme der Art, wie die Gemeinschaft zu führen ist oder Rechtsangelegenheiten, aber auch Lebensregeln und so weiter. Es gibt also zahlreiche Differenzen im Stil, bei den Themen und all das wird noch erschwert durch die Frage, wie der Koran überhaupt zu benennen ist. Eine Zeit lang wird hauptsächlich der Begriff Koran verwendet, also Koran. Danach wird Kitab, das Buch, vorherrschend. All diese Elemente können miteinander in Beziehung gesetzt werden und tragen dazu bei, den inneren Zusammenhang der Suren festzustellen. Und ich denke, in Zukunft lassen sich vielleicht sogar mit den Möglichkeiten der Informatik feinere Schichten ausmachen. Über die Hypothese einer Chronologie der Offenbarungen besteht zwar weitgehend Einigkeit, doch sie stichhaltig zu belegen ist unmöglich. Die Versuche, die Suren chronologisch zu ordnen, die die ersten muslimischen Exegeten im Mittelalter oder westliche Historiker seit dem deutschen Theodor Nöldecke am Ende des 19. Jahrhunderts unternahmen, nie ist es gelungen, sie in Übereinstimmung zu bringen. Im 4. Jahrhundert der Hijra, das heißt im 10. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, stellt Ibn an-Nadim in seinem Buch Al-Fihrist
eine Liste der Suren auf, angeblich in der zeitlichen Abfolge ihrer Offenbarung. Allerdings gibt er mehrere Listen wieder, je nachdem, wie verschiedene Gefährten des Propheten den Koran zusammenstellten. Und diese Listen unterscheiden sich extrem voneinander. Das heißt, bereits in der unmittelbaren Umgebung des Propheten unter seinen Gefährten ist die zeitliche Anordnung der Offenbarung nicht einheitlich. Nun, wir befinden uns im 10. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Im 14. Jahrhundert, das heißt im 8. Jahrhundert der Hijra, legt Azarkashi, ein anderer Korangelehrter, eine weitere Liste vor, mit einer anderen zeitlichen Abfolge der Offenbarungen des Propheten. Ein Jahrhundert später, im 15. Jahrhundert, stellt As-Suyuti, auch er ein sehr bedeutender Korangelehrter, wieder eine andere Abfolge der Koransuren auf. In chronologischer Reihenfolge, wie er angibt. Das heißt, im 10., im 14. und im 15. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung haben wir unterschiedliche Anordnungen. Bei dieser Verwirrung über die Anordnung des Koran gelangt so mancher zwangsläufig zu dem Schluss, dass den Muslimen die historische Einordnung, die historische Realität und die zeitliche Chronologie der Offenbarung irgendwie abhanden gekommen sei. Betrachten wir die Bemühungen der Muslime in der klassischen Epoche und der modernen Wissenschaftler, der Orientalisten und anderer, dann ist die vollständigste Arbeit die von Nöldecke und seiner Schüler aus dem 19. Jahrhundert. Aber es gab auch zahlreiche muslimische Forscher, die seit vielen Jahren ebenfalls in diesem Sinn recherchierten. Doch all diese Bemühungen, die Koransuren zu datieren, führen zum gleichen Ergebnis. Bei bestimmten Suren gilt es als sicher, dass sie in die mekkanische Periode gehören. Und bei anderen Suren ist gewiss, dass sie in die medinensische Periode gehören. Doch es gibt auch vollständige Suren, von denen wir nicht wissen, ob sie aus dieser oder jener Periode stammen. Wenn wir dann noch bedenken, dass viele Verse aus der medinensischen Periode in den Suren der mekkanischen Periode vorkommen und umgekehrt, wissen wir gar nicht mehr, auf welcher Grundlage diese Unterscheidung getroffen werden kann. Die Unterscheidung zwischen medinensischen und mekkanischen Suren geht von einem chronologischen Verständnis der Offenbarung aus. Sie basiert im Wesentlichen auf unserem Wissen von der zeitlichen Abfolge der Offenbarung, das heißt auf der Literatur über die Umstände der Offenbarung. Manche Orientalisten haben versucht, eine Chronologie des Koran zu erstellen. Wohlgemerkt, ich denke, das ist ein vertretbarer Ansatz, doch sein Wert hängt davon ab, was damit gemacht wird. Ich glaube, das Bemühen, den Korantext noch in den winzigsten Details mit einer historischen Realität in Verbindung zu bringen, ist aus Sicht des historischen Textstudiums nicht unbedingt produktiv. Der Koran ist meiner Auffassung nach keine historische Quelle. Er ist ein heiliger Text, der mit einem historischen Kontext in Verbindung gebracht werden kann. Doch seine Funktion besteht nicht darin, eine historische Realität zu beschreiben. In der muslimischen Überlieferung ist es möglich, alle Verse durch eine kausale Verbindung zwischen einer Episode X und einem Vers zu erklären. Die Literatur der muslimischen Tradition, die den jeweiligen Anlass der Offenbarung behandelt, ist, wie wir wissen, leider erst nachträglich entstanden. Teilweise entsteht dabei das Gefühl, eine Episode sei nicht gerade erfunden worden, aber vielleicht wurde die Geschichte ein wenig in eine bestimmte Richtung gedrängt, um sagen zu können, aha, dieser Vers ist in diesem Zusammenhang entstanden.
Aber wie gesagt, das Ziel dieser Literatur ist weniger historisch als exegetisch. Das heißt, wenn eine Episode mit etwas in Verbindung gebracht wird, gilt das als Schlüssel, um sie auf die rechte Art zu verstehen. Aber da diese Literatur nicht immer in sich stimmig ist, entsteht bisweilen der Eindruck, und Régis Blachère hat das schon vor langer Zeit festgestellt, dass die Geschichte ein wenig in eine bestimmte Richtung gedrängt wurde, um den Koran zu erklären. Ich bin der Überzeugung, wir sollten die Vorstellung einer Chronologie vollkommen aufgeben. Für diese Position spricht zuerst einmal, dass nirgendwo im Koran selbst gesagt wird, er folge einer chronologischen Unterteilung. Im Koran steht nirgendwo, dies ist eine mekkanische Sure oder dies ist eine medinensische Sure. An keiner Stelle. Doch in der Geschichte der sogenannten Ulum al-Quran, der Koranwissenschaft in der islamischen Tradition, wurde es zu einer Herausforderung für muslimische Gelehrte, auf bestimmten Traditionen aufzubauen, die die Offenbarung einzelner Teile des Koran mit bestimmten Ereignissen oder bestimmten Momenten im Leben des Propheten identifizierten. Muslimische Gelehrte, die sich wissenschaftlich mit dem Koran beschäftigten, begannen Abhandlungen über die Chronologie der Suren zu schreiben. Die berühmteste ist die von As-Suyuti. Daneben gibt es die von As-Sadr Kashi und viele andere. Darüber hinaus auch noch die Arbeiten westlicher Wissenschaftler, angefangen mit Gustav Weil am Anfang des 19. Jahrhunderts, dann besonders mit Theodor Nöldecke. Er gewann 1859 einen berühmten Wettbewerb einer Akademie in Paris mit einer lateinischen Abhandlung, in der er die chronologische Ordnung der Suren identifizierte. Er übersetzte sie ins Deutsche und veröffentlichte sie 1860 als Die Geschichte des Korans. Weil, Nöldecke und alle anderen bis heute taten jedoch nichts anderes, als die traditionelle islamische Lesart des Koran neu zu fassen. Sie ist so traditionell, dass in den Koranausgaben, die heute gedruckt werden, typischerweise am Kopf jeder Sure bestimmte Informationen auftauchen. Der Name der Sure, die Zahl der Verse und dann die Kennzeichnung als mekkanisch oder medinensisch. Zum Beispiel wird in der berühmten ersten Ausgabe des heutigen Standardtexts von 1924 jeder Sure zugeschrieben, welche Sure unmittelbar davor offenbart wurde. Es ist also eine sehr traditionelle Vorstellung, die Suren würden einer Chronologie folgen. Selbst wenn wir wirklich über gesichertere, zuverlässigere Elemente verfügten als die nachträglichen Berichte, die sich stark an der muslimischen Tradition orientieren, würden wir erkennen, dass eine Chronologie des Korantextes äußerst spekulativ ist. Auch wenn manche immer noch daran festhalten, ich persönlich wenigstens sehe das so. Im Gegenteil. Wenn wir diese oder jene Passage tatsächlich datieren können, stimmt das absolut nicht mit dem überein, was uns die traditionelle Chronologie mit der Unterteilung in mekkanische oder medinensische Suren besagen will. Deshalb würde ich sagen, es muss mit diesem sehr engen Rahmen der Unterscheidung gebrochen werden, um der Komplexität des Kontextes gerecht zu werden. Und um vielleicht endlich die Geschichte der Redaktion des Koran anzuerkennen, die sich über mehrere Jahrzehnte mindestens bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts hingezogen hat. Für die Gelehrten wie für die Gläubigen präsentieren sich die Suren heute in einer Abfolge, die sich offenbar jeder Logik und jeder chronologischen Anordnung entzieht. Das kompliziert natürlich die Lektüre des Textes und die Arbeit der Historiker. Uns fehlen noch immer gesicherte Kenntnisse über die arabische Geschichte, die Geschichte Mekkas, die Geschichte Medinas und die Geschichte des Propheten Mohammed. Wenn wir die hätten, könnten wir eine Chronologie der Offenbarung für die beiden Perioden in Mekka und Medina erstellen. So ist es eher eine Arbeitshypothese, die allerdings nicht von der Hand zu weisen ist. Das würden nur unseriöse Wissenschaftler tun. Doch es gibt einen Unterschied zwischen einer Arbeitshypothese und der unumstößlichen Feststellung, welche Suren mekkanisch und welche medinensisch sind.
Meccan and which surahs are Medina. Mind you that für den größten Teil wissen wir, welche eher in die mekkanische und welche eher in die medinensische Periode zu gehören scheinen. Aber wir sind uns nicht sicher über die zeitliche Abfolge. Welche sind die ersten in der mekkanischen Periode und welche kamen in dieser Periode als letzte? In beiden Perioden stehen wir vor dem Problem, eine präzise Chronologie festzulegen. Da hat diese Hypothese oder Theorie gewisse Grenzen. Wir brauchen zusätzliches Wissen, um die Beziehung der Verse zueinander genau zu bestimmen. Welcher ging welchem voran? Nicht zwischen den beiden Perioden, sondern innerhalb der Perioden. Der Koran wurde kompiliert. Der Begriff, der dafür verwendet wurde, ist Jama. Er wurde also in der Form, in der wir ihn kennen, erst einige Jahre nach dem Tod des Propheten zusammengestellt. Wir wissen nicht genau wann, aber die Tradition will, dass der Text in der Zeit des dritten Kalifen Uthman in seine definitive und offizielle Form gebracht wurde. Die Anordnung der Suren spiegelt nicht die Abfolge der Offenbarung wider. Und die Anordnung der Verse oder die der Verse in einer Sure insgesamt folgen nicht der Logik der Themen in dieser Sure. Aus diesem Grund können wir lediglich Hypothesen darüber anstellen. Wir können keine Schlüsse aus der Tatsache ziehen, dass in Sure 4, eine der letzten offenbarten Suren, Verse über Jesus vorkommen. Vielleicht standen sie ursprünglich nicht an dieser Stelle. Vielleicht wurden diese Verse vor dieser Periode verfasst oder auch später. Oder sie standen in einem anderen Kontext. Die Tatsache, wie die Verse im Koran angeordnet wurden, verhindert eine präzise Datierung und macht es auf jeden Fall sehr schwer, überzeugende Verbindungen zwischen den Themen in ein und derselben Sure herzustellen. Entre les thèmes qui se trouvent dans la même sourate. Si on avait voulu brouiller, wenn jemand die Konturen der Botschaft des Koran vernebeln wollte, hätte er die Suren nicht besser anordnen können. Die Gruppierung, die gewählt wurde, bricht bestimmte Bilder in den Suren auseinander, die sich entweder am Beginn oder am Ende des Koran befinden. Ich nehme ein sehr konkretes Beispiel. Wenn sich jemand mit dem Bild des Paradieses beschäftigen und der Frage nachgehen will, wie sich das Bild des Paradieses im Koran entwickelt hat, muss er Werke zu Rate ziehen, wie Begriffsregister, die den Begriff Paradies verzeichnen. Dann muss er immer wieder zwischen den Büchern hin und her wandern, um im Koran die betreffenden Stellen zu finden und zu sammeln. Es ist so, um ein anderes Bild zu gebrauchen, als ob wir die Bibel nehmen, alles durcheinander mischen und dann sagen würden, und jetzt finde heraus, was in die Psalmen gehört und was in die Genesis. Das ist dann sehr schwierig. Und die zurzeit gebräuchliche Anordnung des Koran, diese Reihenfolge von der längsten bis zur kürzesten Sure, nimmt den Korantext völlig aus seinem Kontext und enthistorisiert ihn. Die meisten Suren im Koran sind in einer Weise komponiert, die für einen westlichen Leser sicherlich sehr verwirrend ist. Das bedeutet, es wird ein Thema eingeführt und dann fallen gelassen. Dann wird ein anderes Thema aufgenommen und wieder fallen gelassen. Dann wieder ein anderes Thema und wieder wird es fallen gelassen. Das wiederholt sich 4 oder 5 Mal. Und dann wird auf das Thema zurückgegriffen. Die Themen werden wieder aufgenommen, manchmal in willkürlicher Reihenfolge, manchmal in derselben Reihenfolge, das variiert. Und wenn ein westlicher Leser den Koran zur Hand nimmt, dann reagiert er mit vollständiger Verwirrung. Dann heißt es, ich verstehe dieses Buch nicht. Das ist ja ein einziges Durcheinander.
Er hat das überhaupt nicht geordnet. Aber das stimmt nicht ganz. Denn wir wissen, dass das in seiner Zeit als guter Stil galt. Und auch für den westlichen Leser ist es nachvollziehbar, wenn wir an die Sonatenform in der Musik denken. Bei Rock- oder Popmusik passt es nicht, aber in Symphonien und in der Kammermusik beginnt der Komponist mit einem Thema und gibt es dann auf. Dann führt er ein Nebenthema ein und manchmal noch ein drittes Thema. Normalerweise sind es, glaube ich, nicht mehr als drei. Im Prinzip können es auch fünf sein. Und die nimmt er in Variationen und in unterschiedlicher Reihenfolge wieder auf. Manchmal in derselben Reihenfolge, manchmal in einer anderen. Der Koran folgt demselben System. Der Koran besteht aus 114 Suren, das heißt 114 Kapiteln. Aber nichts im Text weist darauf hin, in welcher Ordnung oder zu welcher Gelegenheit sie offenbart, geschrieben und öffentlich gemacht wurden. Hinweise auf die Geografie Arabiens zur Zeit des Propheten und auf historische Ereignisse fehlen seltsamerweise völlig. Aus diesem Grund halten zahlreiche Forscher den Koran für einen Text ohne Kontext.